Jo, und damit einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Es ist Pokémon Platin Edition. Ja, ich könnte mir vorstellen, der eine oder andere von euch denkt sich jetzt gerade so, hast du das nicht vor einer nicht allzu langen Zeit schon gemacht? Und das muss ich dazu sagen, da haben die Leute auch zum Teil recht. Denn es gab schon mal Platin, beziehungsweise war das aber der Hack namens Bloody Platin, dieser krasse Mega-Hack, den ich ja mit dem guten Julian zusammen gemacht habe, was ja ein LP Together war. Und LPT, Let's Play Together ist auch hier das große Stichwort, denn dieses Platin-LP mache ich auch nicht alleine dieses Mal. Denn diesmal werde ich mit dem guten Glocke zusammen dieses Spiel hier machen. In der Kanalbeschreibung unten findet ihr natürlich den Link, wenn ihr dieses LP komplett sehen wollt, empfehle ich euch, diesen auch zu verlinken. Genau, denn es wird so sein, an einem Tag kommt natürlich der Part bei mir, dann am nächsten Tag bei ihm und dann wieder bei mir und so weiter und so fort. Wie das halt bei diesen LPT-Projekten üblich ist, dass man sich die Saves tauscht, rübertauscht. Gut, ich denke mal, das Gelaber von dem Professor überspringe ich jetzt erstmal, weil ich glaube, wir kennen uns mit Pokémon soweit aus, denke ich mal, soweit und wissen, wie es hier vonstatten geht. Im Übrigen ist es noch ein bisschen besonders, denn es wird so sein, um das so zu sagen, wird es so sein, dass es nicht nur das normale Platin ist, falls ihr es euch denken würdet. Nein, es wird ein bisschen besonders werden, denn es wird eine Randomizer auf jeden Fall. Eventuell auch noch mit Spuren einer Nuzlocke, aber da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, weil die eine oder andere Regel, das werden wir wahrscheinlich nicht umsetzen können. Beispielsweise, dass wenn unser ganzes Team drauf geht, dass wir dann Game Over sind. Sozusagen, dass wir dann von vorne anfangen. Ich weiß nicht, ob wir das machen wollen. So. Ich würde mal sagen, ich hätte schon die Idee, also ja, dass ich diesmal das Mädchen nehme. Und zwar eher der, ja, sozusagen dafür, nehmen wir sonst immer eigentlich eher den Jungen, aber gut, nehmen wir jetzt heute mal das Mädchen. Und ich würde sagen, auf den Namen hat man uns jetzt nicht geeinigt, aber ich nehme jetzt einfach den weiblichen Namen, den ich sonst immer nehme. Ich weiß nicht, ob Glocke damit ein Problem hat, ist mir aber wenn auch egal. Der andere weiß bestimmt ja noch an meinen Fire Emblem Awakening LP, wo ich ja das Mädchen, welches ich da ja gesteuert habe, nach Jenny benannt habe. Und das tue ich auch jetzt. Ansonsten hat der Name aber keine Bedeutung, falls es irgendjemand interessiert. So, gut. Ach ja, Rivale, den gibt es ja auch noch. Wen nehme ich denn da? Ich glaube, mir fällt da ein Name, glaube ich, so spontan ein. Ich glaube, den nehme ich ja auch. Das ist ein bekannterer Name für den einen oder anderen, würde ich sagen. Ich denke mal, das machen wir so. Genau, im Übrigen wird es auch so sein, dass wir die Parts des jeweils anderen nicht sehen werden. Zumindest nicht bevor wir selber mehr aufgenommen haben. Was wahrscheinlich so sehen wird, dass ich den Part, den er jetzt aufnimmt, also Glocke nach diesem hier, dass ich den wahrscheinlich erst ein bisschen sehen, es dauert, bis ich den erst sehen kann. Und auch dann auf die Reaktionen dann ein bisschen mehr Vorfreude haben werde, aber naja. Naja, mal sehen. Wird sich schon zeigen. Ich hoffe mal, wir kommen da in der nächsten Zeit sogar das eine oder den einen oder anderen Part zu machen. Wäre ja ganz nice. Gut, ja, wie gesagt, die Vorgeschichte kennt man ja mit diesem ganzen Po, mit der Story da. Professor Eibe, der krasse Professor, ist von Kanto nach Sinnoh zurückgekehrt und bla und blub. Ist ganz krass. Ist ganz krass, ey. So richtig krass hier ist das. Und da ist dann unser Rival, der Richie. Ja, da sind wir. Hat's nicht gedacht, ne? Ja, der super wichtige Typ. Da sind sie bestens informiert, habe ich so gehört. Und neuen PC. Ja, ist klar. Easy Klare. Naja, gut. Na gut, na gut, na gut. Ist da eigentlich was? Normalerweise ist ja immer so Trank oder so. Ich bin mir gar nicht sicher. Ne, nur Grundwissen. Na gut. Ich sehe aber gerade, was ich zuallererst mal ändern sollte. Weil das muss ja nicht das so sein. Ne, das muss ja nicht das so sein. Wir nehmen die Texttempo Nummer 3. Der Ton. Ja, Stereo, das passt alles. Da machen wir auf Start und den Rahmen stellen wir mal auf. Ja, schön für ein Mädchen auf schöne Schleifchen.
Alter. Alter, aber weiter. Alter, weiter. Ach, die Mutter, ja stimmt, die gibt's ja auch noch. Ja, wir begeben uns jetzt auf eine Reise. Oh ja. Wir geben uns jetzt auf eine krasse Reise auf. Obwohl wir erst 13 oder so sind. Ach nee, das kommt ja erst später. Erst kommt ja nur, dass wir ja zu unserem Freund gehen, zu unserem Freund sollen. Na gut. Im Übrigen, für eventuelle kleine Grafikfehler oder Lags, falls sie auftauchen sollten. Ich hoffe mal nicht, dass sie auftauchen sollen, aber es kann eventuell passieren. Eventuell jetzt nur in diesem ersten Part oder vielleicht später mal, das kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall diese Grafikfehler, die eventuell auftauchen, da kann ich leider nichts dran ändern. Ich habe schon versucht, das einigermaßen zu regeln, aber es ist halt leider so ein bisschen schwierig, was DS angeht. Aber gut, was der DS angeht, aber gut. Und wie gesagt, sollte es zu gelegentlichen geringfügigen Lags kommen, dann bitte ich das zu entschuldigen. Es wird nicht den Standard darstellen. Gut, genau, wir gehen zur Route 201. Und da wartet ja schon der gute Richie. Wollen wir uns jetzt ein Pokémon holen wollen von dem Herrn Eibur? Ah ja, hohe Gras, Alter, da war ich nicht drauf gekommen. Und im Übrigen werden wir dann auch gleich zum ersten Mal sehen, was es dann bedeutet, was eine Randomizer ist. Denn, denn es werden nicht nur die wilden Pokémon zufälligisiert. Oh Gott, was für ein komischer Name, ich weiß es. Sowas wie randomized im Deutschen gibt's glaube ich nicht, aber auf jeden Fall sind auch die Starter-Pokémon und auch die Pokémon der Trainer und die Namen der Trainer gerandomized. Ich nenne jetzt mal den englischen Begriff. Ich wüsste nicht, dass es einen deutschen Begriff dafür gibt. Ansonsten, dann könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Da wäre ich gespannt auf jeden Fall. Gut, ja. Der krasse Eibe, der zweifelt noch, ob er uns ein Pokémon geben soll oder nicht. Und ich denke mal, wir sagen einfach mal ja. Auch wenn wir das vielleicht nicht so ganz so ernst nehmen. Aber nein, natürlich. Natürlich lieben wir sie. Was denn sonst? Was denn auch sonst? Was denn auch sonst? Was denn auch sonst hier? Oh, das ist der ehrlich. Ja, alles klar. Alles klar. Das ist irgendwie ein total ungewohntes Bild. Normalerweise sind die zwei an einer anderen Position. Eigentlich sind der Albe eher das Mädchen, aber naja, egal. Die Tasche vergessen. Den beiden hier gerade ein eigenes Pokémon anvertrauen. Was? Aber diese sind doch wichtig für sie. Sie geben sie ab. Ich glaube, der redet sogar ein bisschen anders als das Mädchen, wenn man selber halt eine männliche Figur. Das wusste ich auch noch gar nicht. Interessant. Interessant. Ich dachte, die würden den gleichen Text erzählen. Aber okay. Okay. Dann wollte ich mal sehen. Dann wollen wir jetzt endlich mal gucken, was da so in der Tasche drin ist für geile Pokémons. So, was hätten wir denn da so Feines? Was hätten wir denn da so? Schwaffemenki. Will you take? Alles klar, ein bisschen Englisch hier. Okay, Voltilam. Lukok. Das sind alles drei interessante Möglichkeiten. Aber ich würde sagen, wir nehmen Lukok. Also von den dreien her gesehen, gut, er entwickelt sich zwar nicht mehr, aber... Da haben wir direkt schon ein krasses Lokok. Alter, her damit mit Lokok. Ich will das klassische Lokok herhaben hier jetzt. Also krass, ey, Lokok. Ich weiß noch gar nicht, wie wir das machen. Auf jeden Fall ist ja eine Nuzlocke-Regel, dass man nur das erste Pokémon einer Route fangen darf. Aber wie gesagt, ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, ob wir das so einhalten können. Aber wie gesagt, ich werde ja jetzt diese Route hier entlang gehen. Und da kann Glock ja nicht sehen, der kann ja wahrscheinlich im nächsten Part dann anfangen, was zu fangen. Und da kann er nicht wissen, was ich denn hier gefangen habe. Deshalb, ja, ob es ganz genau krass Nuzlocke wird, weiß ich nicht. Und ich finde es ja mal krass, dass er ein Lumineon hat. Da kann ich ja unheimlich viel machen, wenn ich ehrlich bin. Ja. Puh, was mache ich denn da? Also Glück kann ich vergessen. Ich glaube, Lumineon ist, was Spezialeffektivität angeht, krass drauf. Moment mal, ich kann doch nicht mal mein Team anschauen. Na gut, zumindest die Werte von Lokok. Okay.
Ja, ich werde mal gucken, dass ich Energiefokus einsetze zu Beginn. Er ist sogar schneller. Na super, das freut mich schon mal. Dann scheint Lukok ja wohl ein negatives Wesen in Geschwindigkeit zu haben. Und ich muss hoffen, dass er jetzt gleich mit Kratzer einen Crit ausführt, einen Volltreffer landet. Weil ansonsten wird mich dieses Luminion grillen. Ansonsten kann ich dann nichts anderes machen. Ja, und das war schon mal kein Volltreffer. Ich glaube, eine Chance werde ich noch haben, aber außer Aquaknarre genügt jetzt. Ach, es genügt schon, okay. Ja, und eine Nuzlocke kriege ich ja auch, wenn ein Pokémon stirbt, dass man das dann in die Box packen darf. Aber ich finde, was hätte ich hier anderes machen sollen? Also, diesen Kampf, den kann, hätte ich, das muss mir mal einer erklären, wie ich den hätte gewinnen sollen. Also das, ja, war leicht unfair. Und ja, wie gesagt, also, ich würde sagen, diese Regel wird ab jetzt erst in Kraft treten, weil, ja, ich würde sagen, da konnte ich nicht viel machen. Aber okay, gut, ja, genau, wir sollen wieder zu dem krassen Richie, alles klar. Ach, und die Turbo-Trete bekommen wir, das ist nice. Das finde ich gut. Ja, ja, wir wissen, wie das funktioniert. Einfach B drücken, ist klar, danke. Man, dieses lange Erzählen hier. Ach ja. Aber wie gesagt, ich finde damit, dass ich jetzt auch Pokémon Platin noch als Übergang packe, weil nachdem Alpha Saphir jetzt endlich vorbeigegangen ist, passt das, finde ich auch, da habe ich eine gute Übergang, bis dann Pokémon Mond dann und Sonne und Mond dann Ende dieses Jahres rauskommen, denke ich mal. Gut, dann gehen wir mal zum See, wo er hier unbedingt hin will, wie ich das mitbekommen habe, wie ich das so mitbekommen habe. Was geht hier vor? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Der Fluss der Zeit, der sich dehnende Raum. Eines Tages wird alles mir gehören. Cyrus ist mein Name, merkt ihn euch. Bis dahin ruht euch aus, legendäre Pokémon der wässrigen Tiefen. Alles klar. Lasst mich durch, trete zur Seite. Okay, scheint auch noch recht freundlich zu sein, dieser Herr Cyrus. Was sollte denn das? Was für ein komischer Kerl. Na gut, schnappen wir uns dieses legendäre Pokémon. Ja. Wow, hast du das gehört? Das war der Schrei des Legendären, das muss es gewesen sein. Ja, dann versuch's mal, es zu fangen. Ohne Bälle wird das halt eben nichts. Oh mein Gott. Naja, gut. Ja, dann gehen wir ja wohl zu Aibo und holen uns da ein paar. Wie sie das so sagen. Aber ich werde jetzt nur noch den Rest dieses Parts dann halt nutzen, um Lokok ein bisschen hoch zu pushen. Von den Leveln her. Moment mal, gibst du mir nicht nur einen Trank? Ich glaube, der eine gibt uns einen Trank, glaube ich, wenn ich das so richtig sehe. Ein Habitag. Faszinierend, ein krasses Habitag. Und ich wollte nicht Katze einsetzen, aber ich denke, das müsste trotzdem ausreichen, ne? Ja, sogar nicht. Und Schnabel ist sehr effektiv, aber das zieht mit 2 KP ab. Na komm, dann kann ich auch Katze einsetzen. Ich wollte eigentlich nämlich Glut einsetzen. Ich denke mal, dass Glut ausgereicht hätte. Ja, jetzt ist der Volltreffer auch zu spät. Den hätte ich gerade eben gebraucht, aber nicht gegen dieses blöde Habitag. Naja, egal. Ach nee, echt? Ach echt, ist das so, dass da wilde Pokémon im Gras kommen? Uiui, Alter, erstmal hier ein Rizeros. Okay. Kommt erstmal ein krasses Rizeros. Alles klar, alles klar. Oh Gott. Oh Gott, was soll ich denn gegen dieses Rizeros machen? Ich glaube, da habe ich wenig im Petto, was ich gegen dieses Rizeros anstellen kann. Ich könnte auch theoretisch... Ach komm, das mache ich jetzt. Ich speede einmal eben kurz, weil sonst sitzen wir hier noch Jahre dran, bis ich dieses dämliche Rizeros besiegt habe. So. Wie gesagt, speeden ist ja auch noch so ein Thema. Das mache ich nur in gewissen Ausnahmefällen, wie jetzt das ein Ausnahmefall war, würde ich sagen. Sonst werde ich das nicht tun. Alter, direkt erstmal 2 Level aufgestiegen durch dieses Rizeros. Alter. Gut, ich glaube, dann war das der hier oben, der mir hier einen Supertrank gibt, nicht wahr? War das nicht so? Genau, danke für den Trank. Das kann ich gut gebrauchen. So, ja komm, machen wir noch, kämpfen noch gegen dieses Pokémon hier, einen Geradax.
Das sollte ja, denke ich mal, nicht ganz so schwer sein. Ich denke mal, dann würden wir vielleicht auch schon Level 8 erreichen, dass es eine coole Sache ist. Was eine coole Sache ist. Oh, er brennt sogar. Das ist natürlich gut. Damit geht sein Angriff runter. Ja, da bringt der Heuler jetzt auch nichts mehr. Da bringt dir der Heuler auch nichts mehr. Aber ich denke mal, das wird auf jeden Fall eine lustige Sache werden. Ich werde natürlich auch wieder eine Playlist machen, wie ich das auch schon bei Bloody Platin gemacht habe, dass man genau sehen kann dann. Also die ganzen Videos dann in einem habe und ich glaube, einen Kampf machen wir noch, dass ich Level 8 habe, dass Lokok Level 8 hat. So viel Zeit sollte drin sein, denke ich mal. So viel Zeit sollte drin sein, ein Rihorn, okay. Ich glaube, ich werde wieder speeden. Ja, werde ich auch. Wir werden noch einmal speeden zum Abschluss. Mit Rihorn schnell. Wobei, das geht ja sogar eigentlich. Es waren ja nur dreimal. Ging ja sogar eigentlich. Naja, gut. Damit hätte Lokok Level 8. Und ich würde sagen, ich hoffe, dass euch dieser erste Part gefallen hat. Wenn dem so ist, hoffe ich, schaltet dann auch ja, bei den nächsten Parts und dann auch bei dem Part von Glocke. Und ansonsten euch noch einen schönen Tag und ja. Bis zum nächsten Mal dann, also im dritten Part dann von meiner Seite, von Pokémon Platin Randomizer Nuzlocke. Gut, dann euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.